So, dann noch hier. So, dann haben wir's. Erstmal Licht aus. Dann hier suchen. Okay. Dann hier. Ein Tintenfass. Nix. Was, Tagebuch des Fayeurs. Also ich mache es jetzt mal ganz langsam. Wer es dann lesen will, kann sie jetzt stoppen. Also wahrscheinlich so. Also das da, das da. So, zurück. Schwer in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Also ist auch nichts. Hier liegt auch nichts rum. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Ja, Entenflügel klingt lecker. Wo ist die jetzt schon wieder? Trotzdem. Anheben. Und. Ist hier was drinnen? Da ist ein Vogel, den übersieht man leicht. Ist mir auch aufgefallen. So, dann. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Ja, also der Prolog ist sehr interessant. Oh, da geht's schon weiter. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Ach, die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Man kann zwar hier immer sehr schön die Wachen niederknüppeln, aber lassen's mal. So, dann... E? Bronson, komm mal her! Ah? Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Was war das? Schritte? Verdammt.
Schleicht da jemand herum? Ach so, man darf nicht ins Wasser. Wer schleicht da herum? Ach nee, hä, wie soll das gehen? Soll ja im Schatten bleiben. Nein. Verdammt. Das ist jetzt ein Flick. Da hätte ich vielleicht doch nochmal weiterspielen sollen, um zu sehen, wie das geht. Ich könnte schwören, da war jemand. Ah ne, der kommt also von hinten. Das muss man auch erstmal wissen. Ja, wie geht's denn hier weiter? Hätten wir jetzt eine Klinge, könnten wir da hochgehen. Na, vielleicht da. Das ist so eine Art Pumpe. Wir müssen nach da hinten, so viel steht fest. Nee, das geht auch nicht. Ja, wie geht denn das jetzt bloß? Über Wasser können wir auch nicht. Den töten können wir auch nicht. Oder vielleicht doch? Schleicht da jemand herum? Hä? Das will ich nochmal genauer wissen. Das ist ganz langsam. So, jetzt können wir jedenfalls das hier aufnehmen. So, jetzt haben wir... Oh, wir kriegen wieder Wasserpfeile. Achso. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? So. Ist auch hier ganz leise. Es war doch die Lösung über Wasser, aber muss leise sein. Im Wasser hören sie einen. Dann nehmen wir noch den Pokal weg.